So. Aufnahme läuft. Speedrun, auf geht's. Woo! Haben wir kein Mess mehr da. So ein geiler Speedrun. Ja. Was konnte ich überhaupt? Oh, ich kotze mich an. Ja, ja. Wege 1. Thorsten, was macht man eigentlich nur mit unseren Renetons hier daran? Ja, ist eine Mira Feuerherz. Nee, bin ich nicht. Mit was machen wir was? René Tox, der Typ, der hier nie repräsentiert. Mhm. Hat Alex nämlich mich heute auch schon gefragt. Alex wahrscheinlich schon wieder aufgeregt, die ganze Zeit rumgeschrien. Ah, dieser Hurensohn, boah! Solche Wörter will ich nie in den Mund nehmen. Und der wurde schon angeschrieben. Angeschrieben? Ich hab den auch schon mehrmals angeschrieben. Ich hab den auch schon mehrmals angeschrieben. Er hat gesagt, er hat mit dir. Er hat gesagt, er hat mit dir was ausgemacht, dass er nicht repräsentieren muss. Lol. Aber also das. Wenn ich irgendwas wissen muss hier, dann sagt mir das, ne? Mhm. Damage und aus den Feuerfeldern raus. Ja, genau, da dann dodgen. Zweimal, wenn es aufgesprengt wird. Ja, wenn der kleine, süße Arsch-Asura Mac hier kommt. Mhm, und auf die Türme. Die zwei, Scharf-Fuzis. Ja, die gottgeschmiedeten Fanatiker. Ein bisschen ignorieren am Anfang, aber die machen auch so Flammenwände. Mhm. Ziemlich, ja. Bin gefallen. Brauch Unterstützung. Nummer 3. So, jetzt zweimal dodgen. Ja, genau. Dann die beiden alten Säcke hier down machen, aber erstmal die geschützte. Ja, jetzt habe ich mich nochmal extrem verdrückt. Den anderen ich geschützt. Geil, dass mir hier mein Crit einfach mal überhaupt nichts bringt. Ich hasse diese Geschütztürme. Man könnte auch mal. Nimmt jemand noch einen Banner mit? Ja, ja. Okay. Jetzt konzentrieren wir uns halt nur auf diesen Sklaventreiber. Oh ja. Mhm. Unten kommt dann eben dieses Flammenlegion-Abbild, aber das ist nicht zu berücksichtigen. Das will nur spielen. Ja. Und gib ihm hart. Mhm. Und wenn's hart nicht geht, dann härter. Hart, aber herzlich. So, einmal lotten. Jetzt laufen wir gleich hier durch. Oder? Schon, ne? Machen wir schon so. Einfach nicht stehen bleiben und ja, dodgen, wenn wir dodgen. Genau. Der Rottefelder dodgen. Rottelfeldel. So, hier müssen wir gleich immer 4 Akolyten töten. Mhm. 2x4 und 1x2. Und dann müssen wir schauen, dass wir überleben. In der Zeit, wo die Akolyten respawnen. Auf die anderen Viecher zu hauen ist sinnlos, deswegen töten wir die auch nicht, sondern versuchen die im Raum rumzuziehen, beziehungsweise uns vor denen zu verstecken. Weißt du nicht, was der Jude damit zu tun hat, aber okay. Ja, und jetzt, alle Akolyten sind tot, jetzt müssen wir auf den Respawn warten. Ach, dann versteckt ihr euch, okay. Jo. Mhm. Nicht der Geld kämpfen. Ich seh dich gar nicht. Ist das so gut, bist du versteckt? Wir heben dich gleich wieder auf.
So, Akolyten kommen wieder. Okay, fast. Leck ganz schön, ne? Na, was zieht er mich da hin? Lass du mich in Ruhe? Ja. Der an dem anderen nieder. Danke, Psycho. So, letzte Akolytenwelle. So, boah, ich sehe meine Maus nicht mehr, geil. Also. Jo, ja. Braucht man auf jeden Fall. So. Dankeschön. Jetzt kommt gleich ein Gang mit so Feuerkugeln. Und hinten sind drei Schalen, die müssen wir jeweils mit einer Flamme anzünden. Das heißt, drei Leute müssen durchkommen. Mit einer Feuerkugel, um dann die Flammen anzuzünden. Mhm. Du siehst gleich, wie die Kugeln rollen. So. Nur falls du unsicher bist. Lohnt sich das hier Rückzug anzumachen? Speed ist nie verkehrt. Wow, ich kann das nie. Das ist ganz schlimm. Ihr habt das auf Video, das ist noch schlimmer. Das ist so wie dieses Feld bei den Asura hier im. wie heißt die Indie? Du meinst das mit den Laserstrahlen. Mhm. Das kann ich aber besser, Ziegel der Ewigkeit, diese scheiß Laserstrahlen, genau. Wir müssen übrigens die drei Feuer relativ gleichzeitig hinbringen. Okay. Wenn ihr durch seid, bitte zurückporten. Leck mich doch. Ach komm doch, du Arsch. Kugel. Ich hasse das. Ah, deswegen nimmt man eigentlich immer ein Messer hier mit, weil der kann einfach durchbohren. Ach, das geht doch ganz easy. Ah, nee, geht's nicht. Natürlich. Na. Das dritte Mal durch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Mich doch am Arsch, das gibt's ja nicht. Lauf nicht in die Mitte. Guck mal, wie ich das mache. Ja, ich hab's, das Tier funktioniert's mal. Ich bin auch durch. Guck, ja, okay. Ach, warum nicht gleich schon? Warum nicht sterben, ne? So, hier gibt's vier so Totems im Raum. Wir müssen in dem Kreis der Totems stehen bleiben, jeder in eins, während dann der liebe Jonas das da macht. Ja, jetzt rein. Mhm. Genau, normalerweise wartet man, bis jeder auf Position ist, aber halb so schlimm. Und jetzt musst du halt unbedingt da drin stehen bleiben, in dem Kreis. Brauche ich mal wieder Gegner. Ah, kriege ich einen von dir? Oh, schade. Und raus. Okay, so. Jetzt alle... Boah, warum kann ich? Ich habe heute irgendwie Probleme mit meinem PC. Looten und weitergehen. Nee. Sein in einem Spiel. Trend. Bei öder Story und ein schrecklicher Kraft. Ah, Trent ist schon klasse. Mhm. Die ganzen Privatstories, die sie von ihm immer erzählen, die sind immer so schön. Dass er irgendwie mal auf Budis Hochzeit wohl irgendwie so richtig heftig scharfe Peperoni gegessen hat und dann wohl nur mit weißem Gesicht vor ihm stand, so richtig bleich, weiß, steht er vor ihm, die schmecken echt gut. Ich geh mal raus und dann geht raus. Zum Sterben rausgegangen. So, hier bei dem einfach nur aus den ganzen Feldern raus und so viel schauen, wie es nur geht. Mhm. Und nicht die Kristalle kaputt machen. Nicht kaputt machen, aber gut. Wenn du tot bist, also wenn du im Downset bist, dann kannst du die schon kaputt machen, weil wenn die Kristalle kaputt gehen, stellt es dich auf, aber ah, okay. Nur im Notfall.
Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass ich das neue Stabilitätssystem echt kacke finde. Das ist wirklich so für das PvP. Ich find's klasse fürs PvP. Ja, fürs PvP, aber im PvE ist es scheiße. Mhm. Und auch im PvE ist es nicht gut. Das ganze Zergen wird damit unmöglich. Du hattest doch jetzt mehr genug Stabilität, als du brauchtest. Eben, als die Licht ausgelaufen ist, hattest du noch Stabi. Ich weiß gar nicht, bei T-Quartel kannst du mit dem Licht gar nicht rumlaufen. Ja. Ja. Ist doch, keine Ahnung. Ich kann T-Quartel nichts. Ja. Immer musst du an dem Mond meckern. Ich mecke ja nicht an T-Quartel, Mann. Ich mecke um mein Licht rum, in dem Fall. Ach, was denn? Weißt du, das sind auch nur Tiere. Ich hate wen und was ich will, meine Fresse. Und wenn ich heute ein Kätzchen anschreien will, dann schreie ich heute ein Kätzchen an, Mann. Boah, Alter, bist du herzlos. Alter, bist du herzlos. Kätzchen schreit man doch nicht an. Das mindert die Fleischqualität, wenn man sie braten will. Das kam nicht von mir. Aber von dir nicht gehört. Ich hab doch gar nichts gesagt, ich kann ja nicht mehr reden, ich bin doch so schüchtern. Meine Fresse. Ich bin ein zartes Pflänzchen, das sich im Wind verbiegt, meine Fresse. Jo. Geht gerade. Wenn du von den Mordrimpflanzen redest, könnte das hinhauen. Boah, was wäre ich denn da vor den Mordrem-Viechern? Liebe Sandra. Das hässlichste. Boah. Das hat mir jetzt echt wehgetan. Sehr schön. Das ging ja wirklich schnell. Ja. Haben wir ja gesagt, wa? Bock auf